diese Leute, die dann so angetreten kommen und dich angucken und sagen, kostet Eintritt? Nee, kannst so reingehen. Kostenlos kannst einfach rein und Spaß haben. Okay, geht auch weg. Das sind die gleichen Leute, die mich anrufen, es dreimal klingeln lassen, das Handy dann in die Ecke werfen, in die Richtung wegrennen und du rufst zurück und es geht keiner mehr ran. Das sind dieselben Leute. Das sind die Leute, die einem auch im Supermarkt keinen Warentrenner hinter ihre Sachen legen, sondern ihren Scheiß in deinen mit reinschieben. Und du darfst dann den Quatsch da mitbezahlen. Das sind genau dieselben Leute. Und mit solchen Leuten hast du da zu tun. Die ganze Zeit. Und dann immer diese Sachen mit dem Fremdgetränk, was du immer erklären musst. Irgendwie, dann kommen die an mit einem Tetra-Pack und wollen in deinen Laden sagen, Alter, willst du mal ein Getränk? Nee, das hätte ich bei euch gekauft. Ja. Du, Alter, ich hab das so. Wir haben gerade erst aufgemacht, was willst du von mir? So, und dann stehen wir so, ich stehe dir nicht so an, wie ist doch nur Wasser drin. Ja, genau, das kann man auch bei uns kaufen. Was meinst du, wovon wir leben? Wenn ich sehe, ja, ihr gehört doch sowieso alle. Und dann von nebenan, ne, hab ich mitgebracht von nebenan. Ja, und willst du bei uns jetzt rein oder was? Ja, das ist natürlich, ihr gehört doch sowieso alle zusammen. Sag ich, stellt ihr Leute euch das eigentlich vor, dass wir uns nach Dienstschicht Ende unten im Keller treffen, so konspirativ. Alle möglichen Kiezgastronomen treffen so zusammen und haben da so einen Stapel Golddubionen. Mit ganz viel Har, Har, das ist einfach, du siehst mir schon wieder über den Tisch, das ist mein, ne, ich will kleiner, Mann, wie ist, ne, so, und das stellen die Leute sich das eigentlich vor, wir sind alle Konkurrenten und wir stehen da und müssen.